Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Minecraft Tackled. Mit dabei der Relaxation LP, der Hutch und ich muss die Tür hier zumachen. Und immer noch mit dabei der Samuel. Ja, hallo. Ja. Bei deinem Ja hatte ich gerade Frame-Einbrüche. Es ist übertrieben. Well done, my friend. Ich habe gerade auch immer so hintereinander Ruckler. Was geht denn hier ab? Eins, das ist, das zwei, ist ein Rumschreien. Ruckel. Eins, zwei, Ruckel. Eins, zwei, Ruckel. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo, Spiel? Spiel? Drück mal F3. F3. Und jetzt? Memory wird geused. Alter! Was ist das denn? Also, irgendwie, wo steht das? Used Memory, 80%. Geht hoch bis auf 99, dann ruckelt's und dann ist wieder, ne? Ja. Ja. Memory voll. Cheffe, gib mal Hose und Schuhe. Du da. Aua! Alter, piss dich! Warte noch einen Moment. Bist voll ungeduldig. Nein! Her damit! Ja, warte, ich hab... Alter! Mann! Mann! Wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Was muss ich denn jetzt machen, damit ich die weg hab? Minecraft neu starten. Ich bin nackig, ich hab nur eine Unterhose an. Super! Na gut, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Cut. Bis gleich. 3, 2, 1, Cut. Ah, so, da sind wir wieder. Ja, ich hatte hier kleine Performance-Probleme, warum auch immer, aber nach diesem Restart hat's wieder geglückt und wir sind hier gerade auf dem Haus. Da war eine Spinne in meinem Haus. Ja, hopp. Fuß drauf. Ist ja kaputt schon. Ist kaputt. Getötet mit einer Red Matter Axt, Spitzhacke. Wo bist ich du? Ich hab hier die Spitzhacke. Da bist du. Gerammt. Bin schneller als du. Ja. Oh, gut ausgewichen. Komm her. Tja. Komm. Ich bin schneller als du. Ja. Mit welcher Taste wirst du dann so schnell? Ich hab's jetzt auf X eingestellt. Vorher war es STRG. Ah. Also Steuerung. STRG ist bei mir Zoom. Ja, genau. Das ist jetzt welche Taste aber ist das? Aus. STRG? Nein. Wer C? Auch immer jetzt gerade hier Gewitter gezündet hat, aus. Ich schieß nur mit meinem Crossbow. Nee, warte mal. Wie macht man das mit dem Nanosuit? Du musst es in den Control, also in den Einstellungen ändern. Das heißt Boost Key. Hui! Da kannst du auch viel höher springen. Hui! Boost Key, Ja, wie gesagt, funktioniert nur mit Quantum Suit. Genau. Ja, ich hab ja Quantum Suit. L Control. Ach so. Quantum Suit. Hahaha. Ich hab's richtig ausgesprochen. Gott. Ich muss auch kurz. Ich hab ne Idee. Ich hab jetzt ne Idee. Sehr schön. Okay, das ist cool. Hör mal auf mit diesem scheiß Ententanz. Boah, der ist doch mega cool. Musst du mal tanzen. Lern ihn tanzen. Dann sagst du, scheiße. 100 pro. 100 pro. Hey, muss man nicht lernen. Den kann man sofort. Den kann man doch sofort. Den muss man nicht lernen. Nichts gegen Tanzen, verdammte Scheiße. Ich tanze Standard, ja? Du tanzt? Ich tanze Standard, Headbanging. Nein. Cha-cha-cha, Samba-Rumba, Polka. Ach, Polka. Ganz genau, Polka. Kann alles sein. Ballade. Also Balladen in Form von Wiener Walzer. Okay, das ist mega cool alles. Das ist sau cool mit dem Spinnen. Ja. Naja. Muss man eine ganze Rüstung aus diesem Suit machen oder nur ein Rüstungsteil? Nur die Hose. Nur die Hose? Ja. Kannst du mir das dann nachher auch machen?
Da muss ich passen. Da muss ich warten, bis die Mastfabrikatoren mehr U-Mütterge produzieren. Geht das lange? Das dauert arschlange. Ich gehe davon aus, so 10 Minuten 1. Wo ist die Kuh? Das nimmt er jetzt noch lange. Bald sagt er ja, schon, eine Minute viel zu lange. Für ein UU-Meter. Du brauchst insgesamt für ein Teil. Für ein spezielles Teil brauchst du insgesamt 7 Stück von den Teilen. Ah ja. Und dafür brauchst du dann 2 von. Ja, so ein bisschen länger ist das schon. Also 140 Minuten für eins, für 2 Stück braucht man. Deswegen. Ja. Das ist schon eine Menge. Da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen, wie schnell das geht. Apropos, kannst du jetzt bitte wieder White Lamps basteln? Kannst du die nicht selber? Das ist traurig. Warte mal, ich schau mir, wie so eine geht. Genau, kann der Gast machen. So. White Lamps. Lol. Jetzt sagt er, ach, was ist das einfach? Da sage ich ja Pech. Glass, Redstone, White Luma. Glowstone. Okay, das ist einfach. Aber man kann nicht sprinten, wenn man fliegt. Pech. Nein. Ich dachte, man könnte schneller fliegen, das wäre extrem. Aber ich baue gerade was Sexes. Ich baue gerade jetzt gleich mal was Schönes vor euch. Hat jemand. Knochenmehl. Hat jemand Knochen? Ich hatte mal Knochenmehl, dann habe ich es aber verbraucht für diesen riesigen Wald, der dann auch im Rand ist. Müsste in der Kiste sein, wo einmal alles drin ist. Boah, ihr müsst mal mit diesem Tempo übers Eis rutschen. Yep. Ja, ich hab kein Tempo. Ich spring dann auch mal. Ja, ich weiß. Extrem hoch, Alter. Ui, ich bin Hulk. Na gut, nicht halt extrem ganz hoch, extrem weit. Meine kleine Frage. Hat wer von euch zufällig irgendwo weiße Wolle? Ja, ich hab. Komm, ich lass mal. Warte, nee, ich bring's dir hoch. Ich bin im Kraftwerk und baue hier gerade was auf. Ja, ich bring's dir gleich, warte. Meine Karte baut sich gar nicht mehr so schnell auf, wie ich laufe. Oh, man kann sogar so schnell schwimmen. Hui. Ich bin ein Motorboard. Nikodem, komm mal gleich raus. Ich schon wieder was sagen. Meine Mutter ist ein Motorboot, oder was? Ja. Ist echt? Alter, du kommst auf solche behinderten Kackwitze. Aber stell doch mal vor, deine Mutter als Motorboot. Ist sehr behindert. Natürlich. Kopfkino. Ja. Okay, wo sah man das noch? Ach, genau. Bei SpongeBob. Was? Ja. Ja, ohne Scheiß jetzt. Was ist mit SpongeBob? Da sah man das auch. Da war der David Hasselhoff, das Motorboot. Mhm. Richtig. Im SpongeBob der Film. Ja. Das war aber auch leicht krank irgendwie. Ach Gott. Das war einfach nur obergenial. Typisch SpongeBob. Typisch SpongeBob. Aber weißt du, wovon SpongeBob The Game war? Es gab ja ein Spiel dazu und das kam von THQ. THQ! THQ ist da! Und nein, sind sie nicht mehr. Die haben die Insolvenz wieder gestrichen, weil sie wieder Geld haben. Echt? Wahrscheinlich durch die Steam-Angebote. Wahrscheinlich. Alter, die waren schon krank, Alter. Ich meine, ich habe mir so geile Spiele daraus gezogen, die ich eigentlich immer schon haben wollte. Darksiders 2, Metro 2033, und Homefront zum Beispiel, Warhammer 40k, Warhammer Space Marines. Hast du mal Homefront gezockt? Ja, schon, ich hab das Homefront schon 7 Mal durch. Ungefähr. Was? Ich hab mir nach den ersten 5 Minuten gedacht, oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Echt? Hier, komm, du musst dich verteidigen, nimm die Waffe und schieß direkt auf alle Leute. Ja, es ist ja auch scheiße, aber ich hab's trotzdem so oft gezockt.
Vor allem dann auch in der direkt die ersten fünf Minuten kommt man in eine kommt man zu einer Tankstelle. Schießt nicht auf die Zapfsäulen. Bam, schießt auf die Zapfsäulen. Gut, dass du auf die Zapfsäulen geschossen hast. Richtig. Das ist echt so. Dann denkt man sich so, was zum Geier passiert jetzt gerade? Schießt nicht auf die Zapfsäulen. Klang. Gut, dass du auf die Zapfsäulen geschossen hast, Mist. Ich hab gedacht, ich hätte es nicht machen sollen. Nico, dem, komm mal kurz aus der Fabrik raus. Nein. Doch, du mal. Ja, tu ich. Nee, ich hoffe, das Hummels grammigste Spiel der Welt. Du ja. Das ging auch noch irgendwo her. Was zur Hölle? Ist euch wahr? Ja! Vor allem musst du dann mal kurz vorm Ende springen. Ja! Boah, der scheiß Baum ist im Weg. Genau, der scheiß Baum ist im Weg. Moment. Sie machen ihre Hulk-Sprünge da, ey. Aber sowas von, ist so geil. Okay, Engine, alles läuft klar zum Start. Wow! Das ist geil, ne? Ja! Ich will's auch haben, komm zu meinem Vulkan. Brauchen wir nicht, ich habe eine eigene Strecke gebaut. Ach, das ist doof, die Stelle hier so. Vor allem, das Geile ist, die Bäume sind, haben exakt so die Blätter, dass man da exakt durchspringt. Mhm, ja. Wie viele Dings brauchst du, Lampen? Ungefähr, ich werde noch welche in Zukunft nutzen, das heißt, ein Stack wäre super. Okay, ich probiere es machen. Nicht so schnell wie ein Motorboot. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich habe so eine geile Idee. Weißt du was? Unser nächstes Projekt nach dieser Fabrik, das wird so dermaßen random, das muss aber sein. Hutch, bist du bereit? Was? Riesen-Eissporthalle. Nein. Aber geht in die Richtung. Wir bauen eine riesige Eissprungschanze, bei der wir richtige Matches austragen können. Ah, dann brauchen wir die Arena nicht mehr, um die, falls man mehrere Gewinner hat, können die sich ja auslosen. Weißt du, dann musst du immer zur richtigen Zeit abspringen. Und dann musst du stehen bleiben auf der Stelle, wo du gelandet bist. Und dort musst du dann, und dort wird dann halt gemessen. Ja. Weißt du, wir machen dir richtig so einen Abhang, der so nach unten geht. Richtig wie so eine Eisprungschanze. Das wird so geil. Ja, das Problem ist, lauf mal über die Kante rüber. Also hier selbst über die einer Kante rüber. Du sprennst jedes Mal ab. Ja, ja, klar. Das ist ja das Schwere bei der Sache. Du kannst ja nicht. Guck mal, das ist ja das Witzige dabei. Du musst so spät wie möglich abspringen, um die größte Reichweite zu erlangen. Und das ist immer gleich. Leute, wo ist denn die Schanze, die ihr gerade gebaut habt? Ach, da. Warte mal. Das ist eher eben nicht immer gleich, da wenn du später abspringst, also früher abspringst, du auf einen kürzeren Weg da bist. Glaube ich zumindest. Man kann es ja mal probieren. Wie wir da jetzt rumspringen, ey. Aua. Willkommen zu Let's Play Skisimulator 2012. Ja! Aua. Fick dich. Was denn? Mein Satz. Habe ich dir deinen Satz geklaut? Juhu! Aua! Was war das? Komisch. Egal. Das war Skelett hier. Dann werden wir jetzt mal weiterbauen. Komm her! Oh, verdammt, zurückgesprungen. Sag mal. So. Sind euch auch schon hier diese kleinen Fenster aufgefallen? Geh weg. Geh weg. Ah ja, okay, bei mir leckt der Server, wie ich sehe. Okay. Schon wieder? Jupp. Jupp. Oh, da ist also er leckt. Nicht ruckelt, leckt. Ja, yep, bei mir aber auch. Ach so, bei mir nicht. Hilft mir gut, jemand? Leichte Frame-Einbrüche habe ich die ganze Zeit schon, aber nicht wirklich extreme. Also die merkt man gar nicht. Wow.
Also ich merke die Frame-Einbrüche, aber die Zuschauer nicht, weil es ganz auf Kannst du mir helfen, 6 Stacks Dings zu machen, Glas? 6 Stacks? Ja, also jetzt nur noch 3. Also, willst du ein Glashaus bauen oder warum? Nein, ich mache jetzt gerade einen Stack von den Dings. Hast du eigentlich eine Uhr gestellt? Nein. Du klickst doch jetzt nicht 64 Mal, ne? Doch. Dein Ernst? Ich geb dir einen Tipp. Ich bin so dumm. Shift-Klick. Nee. Hilf, wunderbar. Ich hab eine bessere Idee. Oi, Junge. Schau dir doch mal an. Ich hab doch gesagt, ich hab jetzt diese Uhr am PC. Die nutze ich gerade. Ja, ob du die ja auch, ne? Ja, die habe ich nachgeguckt. Wir haben noch ein bisschen. Mhm. Mehr wollte ich nie wissen. Boah, jetzt bin ich weiter geflogen als vorher. Hi. Na, wie geht's so? Tut irgendwie gar nichts. Aua. Nikodem, du bekommst 1,5 Stacks von mir. Okay, warum 1,5? Ich hab grad so viel. Das heißt also, auch auf deutschen Wege, du kannst nicht rechnen. Doch. Mach's einfach, bleib mal kurz hier. Leg Schicht in deinen Reffen, den halben Stack, den du hast, da in eine Kiste und dann ist gut. Dann bringst du ihn nur einen Stack. Dann passt das. Ja. Früher oder später wird er wieder sagen, More, halt. Kannst du mal Wildlands machen? Und dann kann ich sagen, hat Samuel ja schon vorher gemacht. Ja. Kannst du mal zu meinem Vulkan kommen? Ich bräuchte mal deine Hilfe für etwas. Nämlich für einen Transformator, aber damit ich nicht mal zurücklaufen muss. Man muss es ja immer noch sagen, wenn der Relaxation immer Hutch sagt, also dieses Hutch, dann klingt es geistig behindert. Wenn ich das sage, dann klingt das sehr ernst. An. Nein, hört sich genauso an. Nikodem, bist du jetzt in der Fabrik? Ja. Okay, ich komme. Und zwar eben ein Stack White Lamps und 5 oder 6 Stacks, keine Ahnung wie viele, Wolle. Ich komme mir vor wie Pete's Meat. Der rennt auch immer nur blöd durch die Gegend und guckt zu, was die anderen machen. Nico, hast du denn auch, Redstone Wire? Jo. Sonst hätte ich auch genug von dem. Bräuchtest du? Ja, genau. Lass mich rein! Nee, ich... Ernsthaft? Geh da mal weg. Hopp. Na, schaffst du's? Ja. Geil. Da hat gerade ein Enderman versucht, einen Kaktus zu pflücken. Mit dem Erfolg, dass er die ganze Zeit geschädigt wurde, bis er dann endlich mal den Kaktus zu greifen bekommen hatte. Natürlich den untersten Block. Bekommst du das Zeug? Das ist, ja, das ist Wolle. Ja, du wolltest ja auch noch Wolle, aber warte, jetzt kommt noch. Ach ja. So, hier noch White Lamps. 2 Stacks sogar. Hey, lol, wieso habe ich jetzt 2 Stacks? Ich dachte, du kannst nicht rechnen. Ich bin aber recht gut im Mathe. Die Schanze ist weggefroren. Weggeplanscht. Wo ist denn, was für eine Schanze? Das Schanze hier draußen, die Schanze. Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich jetzt gerade umsonst zum Vulkan geräumt bin. Nein, bist du nicht, denn ich komme. Aber... Wow, wie hier alles kaputt ist. Nein, also folgendes. Ja. Hast du da Ressourcen dabei, die man benutzen kann, um Transformator zu bauen? Nein. Nein? Ernsthaft nicht? Ach, verdammt. Weil ich wollte mir erstens dann eine Stromquelle bauen. Also zum selber Strom produzieren, weil ich habe keinen Bock. Wir haben, glaube ich, keinen Bock, da eine riesige Leitung zu verlegen. Und ich wollte unten halt noch so einen Raum haben wie du, also ungefähr so. Also so, weißt du, mit dem ganzen Zeug, was man so braucht, um ein bisschen weiterzukommen. Und da wollte ich nur deine Hilfe haben für. Ach so, ich hasse voll. Ob du. Ja, ich. Ja. Ja. Nee, ja. Hab ich jetzt nichts dabei. Schade. Ist natürlich schade.
Also wie gesagt, wenn du mal wirklich Bock hast, dann kannst du da die paar Sachen rüberschleppen und dann da zusammen können wir das dann aufbauen da. Mhm. Weißt du, weil ich habe keinen Bock, da eine riesige Leitung zu verlegen bis zum Vulkan. Vor allem ist das übelsten Stromverlust auf dem ganzen Weg. Eigentlich nicht. Alter. Nicht mit Glasfaser. Ja gut, das sind aber fast 1000 Blöcke, ne? Ja, okay, da könnte dann schon was kommen. Also bis zum... Seid ihr jetzt alle beim Vulkan? Noch Vulkan? Nö. Ich bin jetzt beim Vulkan. Er ist wieder in seiner Fabrik. Hatsch ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Vulkan und der Fabrik. Ah ne, der ist beim Vulkan. Ja, ich bin beim Vulkan. Wie einfach mal alles aus Eisen besteht. Das finde ich so geil. Wir finden schon mein Haus, schon mein Vulkan. Er wird noch aufgebaut. Extrem komisch, weil hier irgendwie ein Glasblock. Oh ja. Da. Extrem komisch, der guckt auf einen Glasblock. Das sieht besser aus. Hey, runter von meinem Haus, du Arsch! Wieso muss man eigentlich alles immer mit Dings? Eisentürmen machen? Verdammt. Ja. Das liegt daran, da Holztüren einfach nicht modern genug für eine Fabrik aussehen. Sonst würde ich ja Holztüren nehmen. Ja. Hutch. Hm? Ich weiß, das juckt dich nicht, aber irgendwie ist das merkwürdig, wenn du die ganze Zeit in der Lava stehen bleibst. Irgendwie geht die Lava auch nicht weg, wa? Hm. Mhm. Ah. Mhm. Haben wir einen Laktoron-Kristall? Ein was? Ein laktoseintoleranter. Was? Laktoron-Kristall. Laptron. Laptron, warte. Laptron. Das heißt doch nicht Leptron, warte. Hört sich an wie Megatron. Das heißt Blacktron. Blacktron. Ach ja, übrigens. Ja. Es heißt Laptron. Ja, die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber. Apropos zu übrigens, apropos, die Zeit ist schon wieder vorbei. Shit. Was? Alter. Ja. Die Zeit ist vorbei schnell. Und wir müssen uns verabschieden. Also sagen wir, haut's in, Leute, God. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Aua. Hey. Aua. Ah, aua. Ah, aua. Hey.